Als Evaldo Araújo Chávez an einem heißen Sommernachmittag Kopfschmerzen bekam, dachte er, es ginge wieder vorbei. Doch am nächsten Morgen um 8 Uhr hatte er das Gefühl, dass in seinem Kopf ein Rockkonzert stattfand. Von da an wurde es nur noch schlimmer. Die Geschichte, die du gleich siehst, ist wie eine Folge von Grey's Anatomy, in der die Ärzte nicht genau wissen, was los ist. Wenn die Symptome zu 1000 Krankheiten passen können, die Diagnose aber nie etwas Konkretes als Ursache aufzeigt, das war genau bei Evaldo der Fall. Aus dem Rock wurde ein Heavy-Metal-Konzert, aber es wurde nur noch schlimmer. Evaldo ist ein 49-jähriger Maurer aus Praia Grande. Die Gemeinde gehört zur Metropolregion Baixada Santista. Er ist mit der 25-jährigen Cassia Andrade Alves verheiratet, der Mutter seiner beiden Kinder. Evaldo gab seiner Frau einen Abschiedskuss, brachte seine Kinder zur Schule und machte sich auf den Weg zur Baustelle, um später am Abend wie immer heimzukommen, so wie jeden Tag. Doch um 10 Uhr hatte er das Gefühl, seinen Kopf in einen Eimer Eis tauchen oder sich eine Glatze schneiden lassen zu müssen. Eine Stunde später hatte sich das geändert. Es fühlte sich nun an, als würden alle Innereien seines Gehirns Krieg gegen ihn führen. In diesem Moment wusste er, er musste nach Hause. Leider brach er vorher zusammen. Ein Freund begleitete ihn nach Hause und sagte zu seiner Frau, »Ich glaube, Evaldo muss sich nur ausruhen und schlafen, dann wird es besser. Sein Körper sagt ihm, dass er sich entspannen muss. Das ist mir auch schon so passiert und ist normal in unserem Beruf.« War das wirklich normal oder stimmte etwas nicht? Lag es am Stress oder war hier mehr im Spiel? War es normal, das Gefühl zu haben, dass sich im Kopf seltsame Dinge bewegen? Denn das kam als nächstes für Evaldo. Cassia gab ihm ein Schmerzmittel und er schlief ein. Oder kann man ein 30-minütiges Nickerchen als Schlaf bezeichnen? Der Maurer sagte, dass er so lange schlief, bevor er den schrecklichsten Moment seines Lebens erlebte. Er wachte auf und krümmte sich vor Schmerzen. Er schrie und fiel aus dem Bett, aber Cassia kam gerade noch rechtzeitig. Er schwitzte und konnte kaum sprechen, als er zu seiner Frau sagte, »Ich fühle, wie sich seltsame Dinge in meinem Kopf bewegen. Ich weiß nicht, was das ist, aber da lebt etwas in meinem Kopf. Es ist fast so, als ob ich sie hören könnte, wie sie sich bewegen, als ob sie auf einer Mission wären.« In diesem Moment wurde ihnen klar, dass es mehr als nur Kopfschmerzen waren. Cassia hielt den Kopf ihres Mannes, der an ihrer Schulter weinte, und da bemerkte sie etwas Seltsames. Sie sah genauer hin und deckte den erschreckenden Grund für die Schmerzen. Sie sah Löcher um den Kopf ihres Mannes herum. Sie rief ein Taxi und brachte Evaldo in die Notaufnahme des Krankenhauses Sister Dulce. Der Arzt gab ihm schmerzlindernde Medikamente, sagte ihm aber, dass sie nicht lange anhalten würden. Er überwies ihn in eine Klinik in Sao Paulo. Dort erfuhren sie, was das Problem war. Evaldos Theorie von sich bewegenden Dingen in seinem Kopf schien nun wahr zu sein. Es waren Larven. Sie wuchsen und lebten dort. Sie waren sprachlos. So etwas hatten sie noch nie gehört. Der Arzt sagte, dass eine Operation nötig sei. Er erklärte ihnen das Verfahren und fragte sie, ob sie es durchführen lassen wollten. Sie waren verblüfft und starrten ins Leere. Der Arzt musste ein zweites Mal nachfragen, bevor Cassia sagte, wie ist das überhaupt möglich? Der Neurochirurg erklärte, dass solche Fälle eher auf dem Land vorkommen und dass ein Fall wie dieser selten ist. Diese Larve wird von einer Fliege übertragen, die auf einem infizierten Tier landet und den Parasiten dann auf den Menschen überträgt. Sie stimmten der Operation zu, die in 5 Tagen stattfinden sollte. Cassia sagte, »Es fühlte sich an wie ein böser Traum und ich wollte, dass mich jemand aufweckt. Warum passiert das mit ihm? Ich habe einfach zu Gott gebetet, dass er sich der Situation annimmt. Es war zu viel für mich. Ich wollte nur eine erfolgreiche Operation, damit wir nach Hause können.« Ihre Gebete wurden erhört. Und rate mal, es wurden mehr als 100 Larven entfernt. Ja, du hast richtig gehört. Sie wurden mit einer Pinzette entfernt und Evaldos Kopf fühlte sich wieder normal an. Sie nähten alles zu und er bekam einen Verband. Aber die Löcher waren immer noch da, doch er bekam eine Salbe und ein Medikament, mit dem sie sich schließen würden.
Ein paar Tage später wurde er entlassen. Als der Arzt uns das mitteilte, war ich unbeschreiblich glücklich und sehr erleichtert. Ich wollte einfach nur unsere Kinder wiedersehen. Es war schon mehr als eine Woche her. Doch ist dies das Ende? 2 Wochen nach seiner Rückkehr wollte Evaldo wieder zur Arbeit gehen, als er einen vertrauten Schmerz spürte. Da bewegte sich wieder etwas in seinem Kopf. Aber dieses Mal wusste er, dass es wohl wieder die Larven waren. Sie wollten ihr Zuhause nicht so einfach aufgeben. Der Schmerz war nicht so stark wie beim letzten Mal. Noch nicht. Er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Rockkonzerte wieder begannen, er seinen Kopf in Eis tauchen wollen würde und er sich wünschte, keine Haare zu haben. Er senkte sein Haupt und weinte. Gerade war die Normalität zurückgekehrt, da ereilte ihn sein schlimmster Albtraum. Gerade als seine Familie ein schönes Sonntagsessen zu sich nehmen wollte. Cassia hatte den Tisch eingedeckt und ihn mehrmals gerufen, aber er hörte nichts. Er konnte es nicht. Evaldo war in seinen Gedanken und seiner Angst versunken. Würde er für immer so leben? Würde er immer in einem Kampf mit den Larven stehen? Das wollte er seiner Familie nicht noch einmal zumuten. Seine Tochter stand in der Tür und sah seine Tränen. Cassia hatte sie geschickt, um ihn zu rufen. Aber obwohl das kleine Mädchen direkt vor ihm stand, als sie ihm die Hand auf die Schulter legte. Seine Frau und sein Sohn kamen ins Zimmer und wussten bereits, was los war, ohne dass er auch nur ein Wort gesagt hatte. Evaldo konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil sich die Schmerzen dieses Mal beschleunigten. Er und Cassia fuhren ins Krankenhaus und der Arzt sagte ihnen, was sie bereits wussten. Die Larven waren wieder da. Ich spürte es schon, aber dass der Arzt es bestätigte, war einfach schrecklich. Es war schwer für mich, Cassia so traurig zu sehen. Sie hat ihr Bestes gegeben, um stark zu sein, aber es war eine schwierige Zeit für uns. Doch wir haben nie aufgehört zu glauben, dass Gott alles in Ordnung bringt, sagte Evaldo. Der Arzt erklärte, dass es diesmal eine intensivere Operation sein müsste, um jede Rückfallchance auszuschließen. Hinterher war er nicht mehr so aufgeregt wie beim ersten Mal. Er war sich nicht sicher, ob es nun vorbei war und war nun behutsam optimistisch. Doch als er nach 3 Wochen wieder zur Arbeit ging, wurde er zuversichtlicher. Dieses Mal würden die Larven nicht zurückkommen. Erstaunlich, oder? Evaldo sagte, jetzt sind wir wieder eine richtige Familie. Obwohl ich bei Kopfschmerzen immer noch jedes Mal Angst bekomme, bin ich Gott dankbar, dass alles vorbei ist. Kennst du ähnliche Geschichten von Menschen, denen etwas im Kopf gewachsen ist? Schreib es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.